D2. Wie viel Zeit noch? 1:04. Ja. 36. Läufer F6. Springer hier 1. Jetzt eh nicht mehr reden, wir machen jetzt einfach mal eine Blindpartie. So. Ich hätte aber ganz gerne Weiß dafür, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen einfacher, aber. Na, wünscht dir was, ist ja jetzt hier nicht so. Boah, hier gegen 2466. Okay, dann brauche ich einen Schluck Milch. Und Hobbyspieler wünscht sich bei Tramisch und wir machen das direkt. D4 bitte. Ja. Du musst aber schon so, dass man dich in der Kamera sehen kann. Springer F6, sonst kannst du ja cheaten hier. Das wollen wir ja nicht. Und soll ich noch so? D5, nein, brauchst du nicht. Du kannst auch einfach die Augen zu haben. A6. E3. C5. DC. Springer C6. A3. Wie? A3. Entschuldige. Ich verzeih dir. E5. Läufer G5. Läufer schlägt C5. Läufer F6. G schlägt F. Dame D5. Springer D5 Premove. Dame E7. Springer E4. Beide noch 4 Minuten 10. Läufer B6. Springer D6 Schach, König F8, Springer C4. Kam König F8, Springer C4. Auf Läufer E6 mache ich Dame E4, oder? Kam Läufer E6. Dann mache ich Dame D6. Ne, ich mache Dame E4. Ne, war nicht gut. Wurde aber gespielt. Läufer C7. Dann mache ich jetzt Dame H4. B5 mache ich Springer D2. Okay, B5 kam, Springer D2 kam. B4. Achso, verstehe. Naja, hilft ja nichts. Dann mache ich mal A5, A4. Ich bin jetzt Nur mal die Regeln lernen. A4, wie viel Zeit habe ich? 3 Minuten 24 und er noch 3 Minuten 14. Ja, steht gut, ne? Achso, du kannst ja mein Nicken nicht sehen, aber ey, nicht Ich fühle gucken, das Nicken. Nick nicht nochmal. Stehe ich gucken. gut? Der F5 kam. Okay.
Ja, mache ich erstmal Dame H-Dings da. Wohin? H6 Schach. Okay. König E8. Läufer C4. Irgendein Springer Pre-Move? C4, Pre-Move, ja. Sicher das? Was? Wird Nein, nicht nein, nein, stimmt, Dame C7, ja, kommen. wird nicht kommen. Ja, aber Dame C6 würde ich ja nicht pre-moven, dann macht er irgendwie Läufer D7 oder so. Ja. Wie, ja, hat er gemacht? Nein. Nein, gut, Alter, die. E4 kam. Ja, okay. Springer E2. Läufer E5. Läufer E6. Dame schlägt E6. Dame E6. Springer C4. Okay, Kam F schlägt E, Springer C4. Läufer F6. Langer Turm G8. G3. Hast du König E7? 2 Minuten 30 hast du noch und eher weniger. Okay. König E7, ja. Das funktioniert nicht. Springer F4. So, er hat noch 1 Minute 20 und spielt Turm A nach C8. B3. Turm C7. Nicht so leicht. König B1. Hast noch 1 Minute 50. Turm GC8. Dann Springer B6. Turm B8 Ja, wieder kam. zurück. Jetzt kam Springer E5. Hier rausnehmen. Läufer schlägt E5. Turm C2. Turm B nach C8. Turm D1, also HD1. Läufer C3. Oh. Oh. Ja, Turm E2. Geht noch. Läufer E5. A4. H6. Springer G2. Wie viel Zeit noch? 1 Minute 4. Ja. 36. Läufer F6. Springer hier 1. Läufer C3. Springer G2. E5. König C1. Jetzt irgendwann König E6. Springer E1. Was
auswendig? Ja, ja, vielleicht jetzt langsam übernehmen. 45 Sekunden. Ja, das muss ich hier wahrscheinlich so ein bisschen auf Zeit spielen. Du hast aber auch zwischendurch so einen Schwan gemacht. Ja, es war halt... Ja, spiel erst mal fertig hier. Ja. Also zwischendurch, das war so gewonnen, du hättest immer mal Turm D6 spielen können, dann ist der E6 weg. Oder auch am Ende ich Springer G6 Schach, was sprach denn dagegen eigentlich? Dass ich es nicht gesehen habe, im Zweifel. Hier hätte ich Turm D6 spielen können. Ja, aber auch die ganze Zeit. Nein, wenn ich jetzt Turm D6 mache, kommt Springer E5. Nein, als dein Springer auf F4 stand und der E6 nicht mehr zu retten ist. Hä? Naja, der stand doch dann die ganze Zeit auf F4. Und immer mehr, die ganze Zeit, also auch B3 war ja noch in Ordnung, weil jetzt weiß ich nicht, ob irgendwelche Taktiken gehen mit Springer D4 oder so. Ja, aber ja, ich habe nicht gesehen, dass der hängt, weil sonst hätte ich natürlich hier auf E6 nehmen können. Ah, Mist. Was habe ich gemacht? Also B3 fand ich noch in Ordnung und jetzt hast du hier irgendwie so selbst das und jetzt aber Springer D5, oder? Der geht doch einfach. Ah, ich habe es nicht gesehen. Ja, ist ja auch, ich finde das ja eh immer total faszinierend, wie viel du blind siehst und wie schnell. Und dann aber auch, machen wir noch weiter, ich habe hier auch die ganze Zeit mein Gesicht verzogen, als du dann irgendwann Springer G2 gespielt hast. Warte mal, auch jetzt nach Läufer C3 geht immer noch Turm D6, glaube ich. Ich habe halt nie, zu keinem Zeitpunkt habe ich gesehen, dass der E6 halt hängt. Das war mein Problem. Aber hier bin ich mir schon gar nicht mehr so sicher mit Läufer E5. Das ist halt sehr lästig, ne? Der Läufer hängt. Und auf E5 mache ich Springer E2, ja. Ah, Mist, dass ich den immer... Ach, den hätte ich mal machen sollen. Ja, und dann auch witzig, auf H6 kommst du nicht auf die Idee, Springer G6, sondern Springer G2, Springer E1, wo da so überhaupt gar kein... Ich wollte mich befreien, aber es hat nicht... Und hier ist, glaube ich, zu spät, ne? Ja, hier, also... Er lässt mich jetzt halt nicht mehr rüber. Bisschen. Also ja, es ist halt Remis in der Endstellung, ne? Läufer C3, ich muss wieder König C1 machen, also hat er extrem gut zusammengehalten. Also er hat mindestens Remis, vielleicht hat er mehr, ne? Aber das war... Die Verwertung war grauenhaft. Aber ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, die Eröffnung war, glaube ich... Warte, hier irgendwie so. Die Eröffnung war, glaube ich, sehr gut. Also auch hier so die Verwertung. Das ist halt nicht so gut, die Variante für ihn. Und dann... Ich glaube, das war in Ordnung, ne? Ja, B4 muss vielleicht nicht sein. Dann komme ich mal mit Läufer C4 später. Ja, ist einfach sehr gut die Stellung, klar. Lange auch harte Turm D6 ohne irgendwelche Umschweife, ne? Mist! Okay, schade, nächstes Mal. Ja, NKP, ich gebe dir recht, der C4 ist halt immer weich, wenn ich B3 nicht mache, ne? Der C4 ist weich, aber klar, wenn ich B3 mache, habe ich den C4, aber der Läufer ist sehr stark tendenziell. Seit nicht, mach mal den, ne? Aber er hat da so ganz gut russisch Roulette gespielt. Wenn er es heute nicht sieht, sieht er es morgen nicht. Hat er recht gehabt, muss ich ihm sagen. Ja, und guten Abend. Guten Abend.